Personalarbeit sollte nicht, sondern sie ist Chefsache. Gerade in der sozialen Arbeit, in der Pflege, im Krankenhaus, in der Medizin arbeiten Menschen mit Menschen und für Menschen. Das heißt, die Dienstleistung, alles, was wir tun, entsteht nur mit und um unsere Mitarbeiter herum. Sie sitzen oft dann aber nicht an dem Tisch, sozusagen vertreten dabei, wo die Entscheidungen gemacht werden. Deswegen ist es mir total wichtig, dass wir zusammen die besten Möglichkeiten ausloten, sowohl aus Sicht unserer Bewohnerinnen als auch aus Sicht unserer MitarbeiterInnen. Ich glaube, dass es ein wichtiger Prozess ist, dass man auch formal sagt, hier ist jemand in der Funktion und in der Position, der immer das Wohl und die Interessen der Mitarbeiter im Blick hat. Natürlich haben wir Managementverantwortung, das heißt, das gesamte Unternehmen muss im Blick genommen sein. Aber ich denke, das ist die Rolle von einem HR-Vorstand oder einer HR-Geschäftsführung, beides im Blick zu haben. Die soziale Verantwortung, die Verantwortung für Mitarbeiter und die Verantwortung natürlich für das Unternehmen. Das ist eine ganz tolle Verantwortung und eine tolle Aufgabe. Aber ich kann nur jedem raten, diesen Weg zu gehen.